Ich grüße dich, du lieber Mensch, der du dieses Video jetzt eingeschaltet hast und der du dir dieses Gedicht anhören möchtest, Der goldene Gedanke. Das ist ein Gedicht, das stammt von Eugen Roth ursprünglich, also das heißt, der erste Teil ist von Eugen Roth und ja, bis zu einer gewissen Stelle, wo es in der Enttäuschung endet und ja, mir hat das keine Ruhe gelassen. Dieter musste das Gedicht dann noch irgendwie weiter dichten. Es geht in diesem Gedicht um die nicht erwiderte Liebe. Und ja, das ist immer die Frage, ob man so eine nicht erwiderte Liebe, habe ich ja auch nun auch viel erlebt, so, wer nicht? Ob man ja bei dieser nicht erwiderten Liebe dann in der Enttäuschung und in der Depression stecken bleibt, oder ob man das auch als Geschenk erleben kann. Also, der goldene Gedanke. Ein Mensch von innerem Gewicht liebt eine Frau, doch sie ihn nicht. Doch, dass sie ihn nicht ganz verlöre, tut sie, als ob sie ihn erhöre. Der Mensch hofft deshalb unverdrossen, sie habe ihn ins Herz geschlossen, darin er, zwar noch unansehnlich, bald wachse, einer Perle ähnlich. Doch sieh, da kommt schon 1, 2, 3 ein eitler junger Mann vorbei, erlaubt sich einen kleinen Scherz, gewinnt im Fluge Hand und Herz. Der Mensch, selbst als gereifte Perle, ist machtlos gegen solche Kerle. Nun steht er da, voll Schmerz und Trauer, ist auf die Frau so richtig sauer und denkt, das kann man ja verstehen, ich will sie niemals wiedersehen, zieht sich zurück in Einsamkeit und badet sich in seinem Leid. Doch leise fragt ihn seine Seele, warum er sich denn so sehr quäle. Du siehst dich doch als eine Perle und bist nun neidisch auf die Kerle, die da mit ihren hohlen Scherzen erobern sich die Frauenherzen? Das ist doch gar nicht deine Welt. Du bist doch jemand, der was auf sich hält. Du liebst den Tiefgang, das Verstehen, direktes in die Augen sehen, bist freundlich, ehrlich, rücksichtsvoll, bist friedlich und sehr liebevoll. Du liebst Kultur und Kunst, die großen Fragen, freust dich, wenn Menschen sich vertragen, wünschst allen Menschen nur das Beste, du singst gern, tanzt gern, feierst gerne Feste. Und wie die Seele solches zu ihm spricht, wird's hell in ihm, wird's hell und Licht. Nun fühlt er seinen eigenen Wert und freut sich dran, ist unbeschwert und denkt, ich kann mich selber doch genießen und selber in mein Herz mich schließen. Dem Menschen, der nach vielen Stunden die Liebe für sich selbst gefunden, kommt nun ein goldener Gedanke. Ich sag der Frau von Herzen Danke.